Ich habe jetzt ein intellektuelles Problem. Ich habe von Ihnen eine sehr kämpferische Rede gehört, in der Sie sagten, Sie würden die nächste Regierung bilden. Sie haben gleichzeitig gesagt, eine große Koalition wird es nicht geben. Sie haben gehört, wie Herr Westerwelle ausgeschlossen hat, dass er mit Ihnen koaliert. Und mit Herrn Biski, das haben Sie auch gesagt, wollen Sie nicht. Jetzt weiß ich nicht, wie Sie eine Regierung bilden wollen. Ist doch klar, Herr van der Tann. Ich meine, Ihr intellektuelles Problem in allen Ehren. Aber hier ist doch deutlich geworden, dass die demokratischen Parteien miteinander reden können und miteinander reden müssen. Das wird auch geschehen, unabhängig von dem, was jetzt hier erklärt worden ist. Und da ist es nun einmal so, dass diejenigen, die eine Regierung bilden könnten, wenn man von den Realitäten der Außenminister darauf hingewiesen ausgeht, nicht auf dieser Seite sitzen. Also werden wir... Wir sehen die aber anders auf ja, der... Nein, aber ja. Ich meine, da müssen Sie doch mal sagen, da müsste doch Frau Merkel mal sagen, ob sie sich vorstellen kann, mit einer Koalition zu regieren, die besteht aus Herrn Westerwelle und den Nachfolgern von Herrn Fischer. Das kann doch wohl nicht der Ernst sein. Aber die Frage oder ging ja zunächst an Sie, Herr Bundeskanzler. Die Frage wollten wir ja genau von Ihnen beantwortet haben. Glauben Sie im Ernst? Also Sie reden schon seine Nachfolgefragen. Aber entschuldigen Sie, nicht mit den Nachfolgern, sondern natürlich mit den Nachfolgern im Amt des Parteivorsitzenden. Ja. Also doch nicht im Amt des Bundesaußenministers. Also ich sage Ihnen, glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden. Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen. Die Deutschen haben doch in der Kandidatenfrage eindeutig votiert. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Die Deutschen haben keine Kandidaten, sondern sie haben Parteien gewählt. Seien Sie sich an die CDU. Ich habe mehr Zustimmung als Sie. Fragen Sie, ich meine, was fragen Sie mich? Ich sage Ihnen, ich führe Gespräche und ich sage Ihnen heute voraus, die werden erfolgreich sein. Wenn Frau Merkel eine Koalition hinkriegt mit der FDP und den Grünen, dann kann ich dagegen nichts sagen. Das werde ich auch nicht tun. Aber sie wird keine Koalition unter ihrer Führung mit meiner sozialdemokratischen Partei hinkriegen. Das ist eindeutig. Machen Sie sich da gar nichts vor.